Hallo Leute, zu einer neuen Runde Shadow Hearts 3. Nach dem obligatorischen Soundcheck steht für heute an, wir werden jetzt nochmal ganz schnell, also ich will es keine Trainingsrunde nennen, aber wir werden mit Mao auf jeden Fall so lange noch gegen Monster kämpfen, bis wir 10 Octopus Coins haben, damit wir dann, wenn wir das nächste Mal Soundcheck, damit wir dann das nächste Mal, wenn wir am wenn wir wieder in der freien Welt sind, uns den zweiten Film angucken können. Die immer. Die 5 Macarell Coins haben wir zusammen. Wir brauchen immer noch 10 Octopus Coins. Wir haben derzeit 3. Dafür 10 Macarell Coins. Ja, die kann man immer noch gebrauchen. Ja, und dann, wenn wir das gemacht haben, dann schauen wir uns mal an, gegen wen Shania denn dann antreten muss. Bis dann werden wir mal ganz schnell schauen, ob wir hier von den Erfahrungspunkten her irgendwen austauschen können gegen jemand anderen. Nö. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier auch Gegner komme, wenn wir hier mal kurz eine Runde rennen. Ansonsten gehen wir wieder aufs Schiff. Sammeln wir auch gleich noch ein paar Meter fürs Pedometer. Das kann ja auch nie schaden. Scheint nichts zu sein, dann gehen wir wieder aufs Schiff. Hier kommen definitiv Gegner, das haben wir schon mitgekriegt. Das sind doch direkt die Gegner, von denen wir die Octopus-Coins bekommen. Ich werde jetzt nicht so sehr auf die Boni achten, ich werde jetzt mehr auf die Octopus-Coins gehen, deswegen wird Mao jetzt sehr oft dran sein. Hoffentlich bringt das den Gegner dann nicht um, sodass Mao noch mal ran darf. Schade. Ich überlege, ob wir bei Shania jetzt vorher die Seelen aufpumpen oder ob wir warten, bis sie die nächste Fusion hat und dann die Seelen dafür investieren. Bin ich mir noch unschlüssig, aber werden wir mal sehen, wenn wir hier soweit sind, wie weit wir kommen. Let's start things off with a drink. Was sind das? Die können wir ja noch gar nicht. Pokeroy. Okay. Soll Mao sich lieber mal seine MP sparen? Wie viel Leben haben die denn? Oh, look over here. Smile and say cheese. 245. Halleluja. Was die uns so für Coins hinterlassen. Oh, Octopus Coins, das ist Gott, das sind nämlich die richtigen. Ah ne, da werden wir jetzt mal dafür nicht unseren ganzen
Stock verballern, auch wenn ich ja mit Vakuum den Stock wieder aufsammeln kann. Hier ist alles Physical. Mau wieder dran ist, das dauert ja ewig. Und Mau ist nicht mehr dran. Viel mehr Erfahrung als die anderen geben die auch nicht. Aber die geben 2 Seelen pro Charakter, das ist gut. Geht natürlich immer besser, aber... So, fehlen noch 5 Coins. Wir werden jetzt ja nicht auf ein spezielles Level trainieren, wir wollen einfach noch diese 5 Coins haben. Ja, mal gucken, ob die beiden uns da noch was Schönes verkaufen. So rum gefällt es mir auch nicht. Zumal die doch versteinern können. Wenn ich mich richtig erinnere. Ja, die können, die wollen aber nicht. Von denen bekomme ich ja nur Makarell-Coins, ne, dann nicht. Sehr schön. Bonus ist damit weg. Nehmen wir das Element, gegen das wir schwach sind. Gibt keinen Bonus, schade. Ich habe auch keine Coins, es fehlen immer noch 5. Ich weiß gar nicht, wenn wir jetzt hier rausgehen, ob wir direkt weiter nach Chichen Itza fahren, da waren wir ja unterwegs. Übrigens hat es bei der letzten Aufnahme den Mouse Tiger nicht mit aufgenommen. Ich habe die ganze Zeit mit dem Mouse Tiger versucht, euch was zu zeigen. Hat leider nicht sollen sein. So, das sind wieder die richtigen Gegner.
Mist. Your evil was one night only. Jetzt haben wir 6 Octopus Coins, fehlen noch 4. Jetzt werde ich Shania definitiv mal einwechseln und Nathan rausnehmen. Und sie hängt sonst wirklich weit hinterher. Sie kann halt nur physisch angreifen, da ich mir nicht jemals immer die Zeit nehmen werde, in jedem Kampf sie in ihre Fusion zu bringen. Jetzt sind aber gleich wieder die richtigen Gegner. So, wenn Mao nicht perfekt macht, dann reicht das nicht gegen die Gegner. Das ist der 6. Octopus-Coin. Shania nicht mal 4 Angriffe. Und wieder reicht es nicht. Vielleicht kriegen wir das trotzdem hin. Wenn ich mich jetzt nicht doof angestellt habe, müsste es trotzdem reichen, jawohl. Kriegt Mao jetzt trotzdem seinen 2. Coin. Das war taktisch stark gekämpft. Jawohl. Fehlen noch 2. Ich würde es jetzt keine Trainingsrunde nennen. Ich nenne das jetzt hier Münzen sammeln. Trainingsrunde ist dann doch was anderes, auch wenn es im Endeffekt nichts anderes ist. Ja. Aber eine Trainingsrunde ist meistens eine ganze Folge über eine halbe Stunde. Und das ist halt nur eine. Step aside. You're in the way. Jeden Mal dabei. Guck mal, wie viel Schaden das Blau so macht. Nicht mal dreistellig. Ah, dann nicht. Der 9. Coin sein.
vielleicht kriege ich den anderen auch noch runter, ohne dass... Nee. Und noch erst Johnny, der die Einzige ist, ja noch in der Kombo dann weitermachen kann. Das Licht. Na, dann machen wir doch mal eine Finsternis-Attacke. Hätte ich mit Tatanka, sollte ich natürlich auch nochmal meine Stockraten aufladen. ...150 brauche. So viel haben wir nicht. Hier brauchen wir noch einen. Das kriegen wir hin. Eigentlich können wir mit Shania auch trainieren, bis sie... ...die Seelen zusammen hat. Doch eine kleine Trainingsrunde draus. Beenden wir erstmal das Coin sammeln. Aber Mao macht, glaube ich, so wenig Schaden, weil er ein Wasserelement angreift gegen einen Monster vom Typ Wasser. Ja. Auch nicht so optimal. Johnny nimmt irgendwie schon wieder viel mehr Schaden als alle anderen. Oh, jetzt hat Shania einen Balken voll, das ist wichtig. Das war schlecht. Aber Frank macht hier ordentlich Schaden. Wie viel braucht Hilda noch? 465. Das ist Shania, ist die letzte, was das Leveln betrifft. Sie hat wie viele Seelen? Steht das hier irgendwo? Muss ich, glaube ich, gucken. 138. Ich würde mal sagen, die 12 Seelen, die kriegen wir noch eingesammelt. Auch die Gefahren, dass wir sterben und alles nochmal machen. So, Hilda nehme ich jetzt auch nicht ins Team. Ich kämpfe nicht gern mit Hilda. Ich habe auch im zweiten Teil nicht gern mit Joachim gekämpft. Hier gehen die normalen Gegner, das eigentlich egal ist, weil die alle nicht so viel Schaden machen. Das ist ziemlich die schlechteste Kombination, die wir bekommen können. Weil die Weilen weit voneinander entfernt stehen, das heißt, ich brauche ewig, um es runterzubringen. Ich krieg aber nur 3 Seelen, beziehungsweise wenig Erfahrungspunkte.
nicht mal hintereinander. Ich werde Shania nicht an Kombos beteiligen, denn sie soll ihren zweiten SP-Balken voll bekommen. Oh. Johnny Boy, das war schlecht. Johnny ist heute irgendwie der Problemfall, beim letzten Mal auch schon. Hey you, be sure to brush your teeth. Wie viel Geld haben wir eigentlich schon? 4300. Na gut. Näher zusammenstehen gefällt es mir schon besser. Sind wir so schön auseinandergeworfen, das ist nicht so schön. Wo ich die Kalorien lese, fragt mich eigentlich, ob Bilder auch Kalorien verliert, wenn sie gar nicht kämpft, oder sie dafür in einer aktiven Gruppe sein muss. Das wäre mal eine interessante Frage. As long as this land burns, people shall never die. Moment. Jetzt fehlen noch 4 Seelen. Shania und Hilda sind auch gleich Level 17. Damit hätten wir die Seelen auf jeden Fall vollständig, weil die ja jeder 2 bringt. Ich weiß noch gar nicht, ob Shania im nächsten Kampf wieder alleine kämpfen muss bei der Fusion, aber ich könnte es mir vorstellen. Deswegen wäre es ganz gut, wenn sie das Level noch mitnehmen könnte. Och man, Frank. Der erste Schaden schlecht ist, an dem richtet sich alles andere. Ach, deswegen mache ich mit Cat-Touch wenig Schaden. Ich bin, das liegt nicht an meinem Element, es liegt daran, dass Cat-Touch eigentlich das Element Wasser hat, okay. Sehr gut. So, Shania noch ein bisschen vorarbeiten. Johnny, das wird nicht mehr mit dir. Ich hätte auch Evil Eye zaubern können mit Johnny, wäre ich vielleicht besser dran gewesen.
Komm, Schneier, noch einen Kampf. Kauft ihr mir was Schönes? Letztes Mal lief es ja nicht so gut. Na, dafür reicht's nicht. Ich denke mal, von diesen Dingern kann man allgemein, müsste ich allgemein mal ein paar mehr mitnehmen. Das lief da ganz gut heute. Klingt doch nach zweiten Elementen. Jetzt der letzte Kampf vom Speichern, jetzt werden wir bestimmt sterben. Das wäre gelinde gesagt der Super-GAU. Ganz gut, wenn ich mit Shania jetzt noch eine zweiten Stockbalken voll bekommen würde. Das werde ich aber nicht mehr schaffen. Stehen die auch noch extrem ungünstig. Oh Mann. Das war wichtig. Mao hat keine MP mehr, der muss angreifen. Oh! Uiuiuiui, ist das schlecht. Naja, egal. Hey Johnny, wenn du nicht gleich anfängst hier zu treffen, dann wird Hilda wohl doch noch im Team Platz finden. Aber du bist halt wichtig wegen dem Fotografieren. So. Oh, Shania doch wieder rausnehmen für Nathan. Nathan der Weise. Lass mal, wenn wir ein Zelt verwenden, bevor wir hier speichern. Und uns mal ins Abenteuer stürzen. Naja, zieh dich wieder aus. This is it. Also
ich muss in dem Moment nochmal sagen, Nathans Gesicht sieht genauso aus wie das von Kato, dem Protagonisten, Antagonisten von Shadowhearts 2. Muss ich mal sagen, es sieht fast genauso aus. Und natürlich ist Nathans Gesicht ein bisschen dunkler, aber von der Kantigkeit her genauso. Shania? You needn't look so worried. Oh. There's still something else. Something important that I have left to do. Natürlich mit Shania allein. Haben zum Glück zwei volle. Ich denke mal, das wird ein Wassergegner sein. Schwäche. Mal sehen. Erstmal mein Angriff aufpumpen, dann werden wir es wahrscheinlich physisch probieren in dieser Runde. Aber wir werden uns erstmal heilen. Ring sollte uns eigentlich nicht viel anhaben können. Wir haben die Pocket Watch ausgerüstet, die vor Ringveränderungen schützt. So, einmal doublen dürfen wir noch. Die Feuerattacke gegen einen Wassergegner klingt für mich einleuchtend. Das war's schon. Sehr schön. War jetzt nicht ganz so schwer. Schönes Lotterieticket bekommen. Again.
It's all right. I can stand by myself. Protecting just one thing, that altar. One day, for some strange reason, all of those people had to leave on a journey. But before they did, they asked my grandpa to stand guard over the altar all the way until their descendants came back. And ever since grandpa died, I've been guarding the ruins, you see? So tell me, are you one of the descendants of those people? Huh? You're right. That's how it is. And thank you for guarding the altar up until now. Master, is something bothering you? Someone is calling me. Huh? I can't hear anything. Mao! Whoa! I heard it. That's Borriello. How did he get here? Yellow war am Anfang einer, gegen den wir gekämpft haben. Big Trouble. Was gibt's denn Wichtiges? Casino ist Geld ausgegangen. Nach Las Vegas. Geh mal ins Casino nach Las Vegas. Warum Chichen Itza, warum die Pyramide besuchen, wenn man auch nach Las Vegas gehen kann? Übrigens, Chichen Itza, habe ich nachgeguckt, ist eins der 7 neuen Weltwunder, zusammen mit Machu Picchu, wo wir auch später noch hingehen werden. Was ich am letzten Mal auch in der Karte gezeigt habe. Also gehört zu den 7 neuen Weltwundern. Es gibt 7 alten, dann gibt es 7 Weltwunder der Antike und die 7 neuen Weltwunder. So. Gehen wir alle? Ja, wir müssen los, aber wir sind in Eile. Suchen euch sicher wieder. Natürlich sind es keine bösen Leute, es sind Kinder und natürlich Piraten haben auch Ehre und Stolz. Da können wir jetzt anscheinend noch nicht. Wir müssen erstmal nach Las Vegas. Als erstes müssen wir erstmal speichern. Dann werden wir nochmal in das Gebiet gehen. Einer der Wachposten vom letzten Mal.
Okay. Das nächste Mal, also in einer der nächsten Folgen werden wir also ein paar Karten knipsen gehen, indem wir ein paar Gegner öfter mal fotografieren. Was ist das? Bomb? Sagt mir auch was. Das werden wir doch gleich mal abgeben. Piratenohrringe haben wir bekommen. Was können die denn Schönes? Ich krieg 20% weniger Geld dafür, die. Ist die Rate dafür, dass ich Items bekomme, 20% höher. Derzeit nehme ich noch das Geld. Ich sehe eine Kiste. Absahen. Nee, die Stellar Chart wollte ich ausrüsten, verbessern, wie auch immer. Aber im Ring genau, ich wollte. Das ist auch eine Zumutung hier. Ach, Lotterie, das machen wir gleich nochmal. Da gehen wir aber davor wieder mal speichern. Und das kann wieder ein armfüllendes Programm werden. So, 5 Versuche ist immer das Ziel. Wenn das klappt, sind wir ganz gut dabei. Oh, es gibt eine neue Statue hier für die Beschwörung, die Whale Statue, also die Walstatue. Erster Versuch und ein Traum. Schauen wir uns erstmal Shinaias. Oh, sie kann stärkere Heilung, das ist schön. Ich denke mal, ihr kriegt jede Statue eine Aufstufung. Für die nächste reicht es eh nicht mehr. Auch gemacht. Jetzt werden wir mal ganz schnell. Jetzt werden wir noch mal ganz schnell erst beim Pedometer gucken gehen, wie viele Schritte wir haben. Und dann will ich noch das Ringfragment wegbringen gehen. Nächsten Mal werden wir auf jeden Fall Gegner knipsen und Mao seinen Quest machen. Indem wir den nächsten Film machen. Das machen wir heute nicht mehr. Genau, jetzt kann ich eigentlich gleich mal gucken, ob die überall die gleichen Ausrüstungsgegenstände haben. Auch hier ganz im ersten Gebiet die späteren Ausrüstungsgegenstände.
Nö, hier haben sie nur das alte Zeug im Angebot. Ist ja interessant. Ne, wir brauchen 2000. Gut, das kriegen wir dann das nächste Mal zusammen. Während wir für die Monster am. Während wir die Monster knipsen. Und das suche ich dann aber offscreen raus vorher, wie viele Monster wir wie oft knipsen müssen. Gucken, ob wir jetzt schon Hildas Quest machen können. Ich kann es mir eigentlich gar nicht vorstellen. Nee, bei ihm nicht. Nee. Vielleicht muss Hilda dazu in der Gruppe sein, aber letztes Mal war sie in der Gruppe, da ist wohl nichts passiert. Dann holen wir uns den nächsten Attack-Bonus. Ja, das ging schon mal besser. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ah ja. So, wer kriegt jetzt den nächsten Angriff? Das kriegt Shania wieder ihren vierten Angriff, denn sie greift auch mit sehr oft physisch an. Wenn sie mal nicht in die Fusion geht. Lenny nicht auch wieder was für mich haben? Anscheinend nicht. Na gut. So gut, Leute, dann steht der Plan fürs nächste Mal. Und zwar Mao sein Film und Gegner knipsen. Für heute lassen wir es dabei bewenden. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.